Oh, I heard the guy's got a kid crash. Oh, fuck. I'm not hyper. Wenn schon. Ich bin hier in der Feuerwehrschule Würzburg. Hier wird ein Haus gerade gelöscht und möchte heute herausfinden, wie ich selbst reagiere in der Extremsituation, wenn es darum geht, jemanden zu retten. Ah, guten Morgen. Servus. Hallo. Willkommen in Würzburg, Michael. Servus. Grüß dich. Jürgen. Ich bin noch nie in ein brennendes Haus gerannt. Ja, dann schauen wir es uns erst trocken an und gehen wir mal zu den Klamotten. Jo. Ich komme dem Gefühl, Feuerwehrmann sein näher. Gehen wir ins Haus, schauen wir es uns an. Ja, unsere Wohnung. Wahnsinn. Ein Schlafzimmer. Wir können es brennen lassen. Wow. So versuchen wir die Leute auf richtige Einsätze vorzubereiten. Ich habe gerade das Gefühl, ich stehe mitten in so einem Actionfilm, wie das Feuer auf mich zukommt. Wie wird es nachher aussehen in der richtigen Übung? Der Trupp, den du begleitest, mit dem du zusammen unterwegs wirst, wird ein Strahlrohr dabei haben. Die werden versuchen, die Feuer zu löschen. Muss man dann auch jemanden retten? Und wir haben auch hier Dummies liegen, Puppen, Übungspuppen, die dann gefunden, erstens, und zweitens gerettet werden müssen. Ich meine, das ist jetzt hier noch der Übungszustand, jetzt noch nicht komplett brennt. Ich glaube, es wird heftig. Ah, hier ist die Küche, oder? Ja. Ja, und da liegt da der Kamerad oder die Kameradin. Das Wichtigste. Boah. 80 Kilo trocken. 80 Was wiegst du? Also ich wiege 80. Ich wiege 65. Ja. Nein, ist ein bisschen schwerer als du. Allein keine Chance. Wollen wir es zu zweit probieren? Allein keine Chance, ja. Boah. Jetzt einfach rückwärts laufen. Ja, jetzt links. Von dir aus gesehen rechts, rechts. Gerade zurück. Nochmal leicht rechts. So, und schon haben wir ihn draußen und gerettet. Ja, und jetzt hast du nachher noch ein Atemschutzgerät auf. Oh, das ist wirklich heftig. Ja. Ganz ehrlich, ich habe nichts mit der Feuerwehr bisher zu tun gehabt. Kann ich diese Übung überhaupt schaffen? Wenn du jetzt Feuerwehrmann wärst, hätten wir dich jetzt ungefähr 140 Stunden lang in die Feuerwehr eingewiesen. Dann käme noch mal ungefähr 28 Stunden Atemschutzgeräteträgerausbildung drauf. Und erst dann wärst du hier. Brennt. Du weißt nicht, was genau, wer da noch drin ist, dann zu funktionieren. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht gerade, ist tatsächlich die Luft. Weil es ist ganz anders zu atmen und ich merke schon, dass man total aufpassen muss, dass man keine Panik bekommt. Könnte funktionieren, siehst fast aus wie ein Feuerwehrmann. Von außen kein Unterschied mehr erkennbar. Nee, ich fühle mich noch nicht mit Feuerwehrmann. Dann machen wir kurz mit den Kollegen die Besprechung, wer welche Rolle übernimmt. Und dann geht's los. Also ich gehe in die Mitte zwischen euch beiden. Ja, machst du einfach mir noch. Ich habe tatsächlich diesen Moment, wo ich überlege, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war. Tatsächlich. Aber ich möchte es rausfinden. Ja, ob ich das echt schaffe. Und jetzt geht's los. Total verraucht, aber ich muss aufs Atmen achten. Da hört man ein Geräusch raus, ne? Ja, da hört man ein Geräusch. Nein, das ist kein Geräusch. Das ist Oh, ich hör die ganze Zeit Kids crash. Das ist total gespenstisch, weil man weiß nichts. Und das Feuer jetzt hört uns. Oh, Scheiße, da geht's los.
So, erste Person ist schon gerettet. Aber es sind noch irgendeine Leute drin. Da unten ist das Feuer. Oh fuck. Oh, jetzt ist es heiß. Es wird immer heißer. Jetzt geht er weiter hinten. Scheiße. Das ist krass, du kommst rein, du hörst das Kind schreien, weißt du, wie los ist? Und ich glaube, du funktionierst dann einfach wie so an einem. Ja, du bist dann ganz fokussiert, ganz fokussiert. Und du willst einfach schaffen. Du willst einfach schaffen, das zu retten. Und fokussieren, genau. Yeah! Ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Es kann, glaube ich, wahnsinnig befriedigend sein. Wenn du dann wirklich siehst, du kommst da rein und du bist der Typ, der hilft. Das ist so Wahnsinn. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euer eigenes Leben riskiert, um das Leben von anderen zu retten? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Nächste Woche steige ich in den Rettungshubschrauber und bin dabei, wenn um Leben und Tod gekämpft wird. Schauen wir mal.